Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Alexeys Tech. Und wir schließen heute zusammen PlayStation VR an die PS4. Und ja, ich bin gespannt auf diesen ganzen Kabelsalat, den wir jetzt gleich hier haben werden. Und ich habe mir hilfsweise mal hier so einen Tisch geholt, um irgendwie das Ganze gleich hier verwalten zu können. Und ganz wichtig, den Quick Start Guide, weil ich glaube, ohne das kommt man da schon mal ein bisschen ins Schlauchen bei den ganzen Kabeln. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, wir haben alle Kabel zusammengesucht, um PlayStation VR anzuschließen. Und das sind irgendwie doch schon eine ganze Menge, muss ich sagen. Und mit dieser Prozessoreinheit, die man ja auch noch braucht, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Und ja, die PlayStation-Kamera natürlich auch. Wie ihr seht, die PS4 steht ja hinter dem Fernseher. Das heißt, es wird ein bisschen schwieriger, das Ganze irgendwie so zu integrieren. Ich habe schon mal in den Quick Start Guide geguckt und da steht drin, dass wir zuerst mal das HDMI-Kabel von der PS4 lösen müssen und anschließend auch die PS4-Kamera an die PS4 anschließen sollen. Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt mal an und dafür muss ich aber erstmal hinter den Fernseher. Es ist angeschlossen, zumindest der erste Part. Also das ist das HDMI-Kabel hier, was hier so rauskommt, was vorher direkt vom Fernseher an der PS4 war. So, das wäre Schritt 1. Jetzt sollen wir die PS4 mit dem HDMI-Kabel an der Prozessoreinheit anschließen. So, HDMI-Kabel ist vom Fernseher an der Prozessoreinheit, von der Prozessoreinheit wieder in die PS4. Die Kamera ist dran. Und ich denke, jetzt einer der nächsten Schritte ist natürlich gleich auch mal Strom. Das ist hier das Netzteil und der Rest davon, um das Ganze anzuschließen. Wie gesagt, es sind einfach eine Menge Kabel, damit das Ganze funktioniert. Und mein ganzes Kabelmanagement ist jetzt im Eimer. Ich versuche es trotzdem mal hier so einigermaßen zu verstecken. Jetzt kommen wir vermutlich hierzu. Ich weiß gar nicht, wofür das ist. Also klar, es ist halt ein Micro-USB-Kabel. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wofür wir das brauchen. Ja, Kabel Nummer 4 ist natürlich ganz schön lang, weil das kommt ja nachher halt an PlayStation VR dran. Und damit müssen wir uns ja bewegen, deswegen ist das hier relativ lang. Tja, wenn man nicht zählen kann, ist man eigentlich selber schuld. Denn das Micro-USB-Kabel muss von der Prozessoreinheit natürlich noch an die PS4. Aber das kann man ja mal übersehen, wenn man auch eine Seite überspringt und die Zahl 2 hat mit Sicherheit auch nichts zu bedeuten gehabt. Wir können aber schon mal Schritt 4 machen. Das ist nämlich hier dieses Verbindungskabel vorne an die Anschlüsse zu bringen. Wir schließen Kabel Nummer 2 an, zuletzt, einfach weil wir es können. Und jetzt, ja, das Ganze geht noch an die PS4 und dann bin ich gleich wieder da. So, alles ist angeschlossen, bis auf PlayStation VR an sich. Ich bin gespannt, ich bin auf die Demos gespannt. Das gucken wir uns gleich alles an bei der Einrichtung. PS4 ist an. Jetzt leuchtet an dieser Prozessoreinheit auch wie an der PS4 schon das weiße Licht und pulsiert. Das heißt, das ist schon mal richtig. Und jetzt soll man hier noch am Headset oder an der Brille auch noch mal den Knopf drücken. Oh, und es geht los. Wir haben das erste Licht. Das ist echt cool. In der Hoffnung, dass es funktioniert hat. Ich richte noch mal kurz die Kamera hier ein bisschen aus. Ja, und ich würde sagen, wir positionieren uns mal ein bisschen anders, sodass ihr auch mehr sehen könnt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr seid hier bei der Experience voll dabei. Deswegen, ja, hoffen wir, dass alles funktioniert. Jetzt gucken wir erstmal, wie man dieses Ding anzieht. Hier ist dieser Kopfbügelöffner. Da soll man wohl drücken und dann ziehen. Ich traue mich noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Hier ist übrigens im Headset. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier ist so ein Annäherungssensor. Und sobald man da was macht, dann passiert auch was auf dem Bildschirm. Das seht ihr ja hier. Ich versuche jetzt nochmal das Ding anzuziehen. Okay. Okay. Ja, ich sehe jetzt was. Hier kann man es festziehen. Ja, sitzt eigentlich relativ angenehm. Ich weiß nur noch nicht, ob ich es jetzt richtig auf habe. Jetzt startet die PS4 gerade neu und ich sehe einfach gar nichts. Schwarz. Oh, jetzt sehe ich was. PlayStation VR. Beginnen wir mit der Einrichtung, okay. Jetzt muss ich, also das ist gerade ein bisschen komisch ausgerichtet, jetzt muss ich hier in die Richtung gucken, damit wirklich alles gerade ist, wobei ich natürlich weiß, dass ich nach links gucke. Und was ich euch auch noch sagen wollte, hier diese Prozessoreinheit, die ist echt ganz schön laut. Ach krass, jetzt sehe ich mich mit der Kamera.
passt er die Position in den Winkel der Kamera so an, dass sein Gesicht in den Rahmen passt, dann muss ich die Kamera noch nach oben richten. Leute, und jetzt, ohne dieses Ding auszuziehen, ich versuch's gerade. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Was für eine Aktion. So, da sitze ich ja gleich. Und dann müsste hoffentlich da auch mein Kopf, boah, perfekt. Mein Kopf ist im Rahmen. Weiter geht's. Setze den Kopfhörer auf. Achso, ja, wegen 3D-Audio, okay. Das würde ich jetzt nicht machen. Ach, jetzt sollen wir PlayStation VR erst anziehen. Ja, okay. Verstehe. Ich mache das kurz nochmal. Oh Gott. Ja, mache ich jetzt nochmal kurz, weil das Ganze gerade nicht so richtig gut ausgerichtet war. Passe die Visierposition an. Da unten ist noch ein Knopf. Okay, also ich ziehe das Ganze jetzt nochmal an. Kopfbügel nach unten haben wir, glaube ich, gemacht. Festziehen haben wir auch gemacht. Okay. Okay, jetzt habe ich gerade eine riesige Leinwand. Und ja, habe gerade hier den ganz normalen Bildschirm vor mir. Das ist ziemlich lustig. Sieht aus, als würde ich gerade in einem Kino oder so sitzen. es ist ein bisschen unscharf irgendwie noch. Wir haben hier so Playroom VR und ich habe mir, wie gesagt, die VR-Demo-Disc mal runtergeladen. Und wir gucken da einfach mal ganz kurz rein, damit ich euch so ein erstes Gefühl geben kann, wie das Ganze ist. Weil aktuell sehe ich halt nur so eine riesen Leinwand und alles andere ist schwarz. Ah, okay, krass. Jetzt sind wir drin. Ja, okay, das ist crazy. Also jetzt ist es zum ersten Mal so, dass man auch dieses VR-Gefühl so ein bisschen hat. Jetzt fliegt nämlich gerade diese, ja, es ist ein bisschen blöd zu zeigen, aber das alles so 3D-mäßig vor mir und ich sehe meine Hände nicht. Das ist ja total komisch. Man will seine Hände hochheben und sieht die einfach nicht. Und das sieht schon cool aus. Ich bin jetzt auf der Suche, weil das ist das Einzige, beziehungsweise das Erste, was mich so richtig interessiert, ist Drive Club VR. Da wollte ich mit euch mal ganz kurz noch reinschauen. Oh, und hier ist die Kitchen-Demo von Resident Evil. Da freue ich mich auch total drauf. Oh, das ist lustig. Okay. Man sieht den Controller und er bewegt sich exakt so, wie ich ihn festhalte. Und ich sehe ihn hier vor mir. Ja, mit der Erklärung hier, wie man die Tasten drückt. Das ist echt cool. Muss ich schon sagen, die Auflösung ist jetzt ein bisschen pixelig. Also es sieht jetzt nicht so mega atemberaubend aus. Manchmal richtet sich das irgendwie neu aus. Also ich muss jetzt zum Beispiel wieder hier relativ schief gucken, um das Display, also das, was ich hier gerade sehe, gerade vor mir zu haben. Ah, okay, cool. Hier sehe ich schon, hier steht schon ein Auto. Also ich denke mal, ihr seht es ja gerade auch hier so ein bisschen. Und wir fahren hier mit einem Ferrari und legen einfach mal los. Wie gesagt, ich will es einfach nur mal ganz kurz testen, wie das Ganze so aussieht. Ja, und was die Schärfe angeht, also ich bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt, aber vielleicht habe ich das Ding auch einfach nicht richtig auf. Hier steht das Auto vor mir. Es ist relativ, also es ist cool, aber es ist sehr pixelig hier oben am Fahrzeug. Aber es ist schon cool. Also jetzt das zum Beispiel, also diese Nähe, die man hat. Also ich habe wirklich das Gefühl gerade, dass ich die Tür hier vorne anfassen kann, dass ich in dieses Fahrzeug einsteige. Ja, das ist geil. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen geflasht, weil das Lenkrad und der Innenraum und hier ist der Beifahrersitz, das fühlt sich schon, es fühlt sich so an, als könntet ihr alles anfassen. Das ist zwar, wie gesagt, ein bisschen verschwommen, aber dass man das jetzt gerade hier nicht anfassen kann, dieses Lenkrad, das ist total merkwürdig, weil es ist halt direkt vor euch. Naja, wir starten einfach mal das Event. Das ist echt lustig. Oh, das ist sehr heftig. Also das Gefühl, dieses Fahrgefühl gerade, dass die Autos im Endeffekt direkt vor mir sind, das ist schon beunruhigend oder beängstigend. Also ich denke mal, das mit dem Lenkrad. Ich habe auch gerade, also ich kann es euch nicht erklären, aber beim Beschleunigen oder jetzt hier um die Kurve und alles, auch wenn ich den jetzt gerade voll erwischt habe, der Körper gaukelt einem wirklich dieses Gefühl vor, dass ihr im Auto sitzt. Und das ist ein bisschen, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie das auf Dauer auf den Körper wirkt, aber man hat hier schon so ein bisschen die Gefühle, dass es nach links und rechts schwankt. Das ist heftig. Ich will gar nicht wissen, wie das mit anderen Spielen, gerade mit den mit Resident Evil oder so, auf einen wirkt. Und man kann hier alles sehen. Ich kann hier in den Spiegel gucken. Ich kann hier oben in den Rückspiegel gucken. Von der Schärfe bin ich gerade noch nicht so überzeugt. Da muss ich noch gucken, wie man das
kalibriert, weil wenn das alles ist, dann fände ich es irgendwie ein bisschen komisch. Aber naja, soll ja auch nur ein Ersteindruck sein. Ich denke, man muss sich relativ viel damit beschäftigen. Ich pausiere das Ganze mal an dieser Stelle und versuche PlayStation VR wieder abzuziehen. Oh Gott. Ja, sieht jetzt wahrscheinlich ein bisschen lustig aus. Das war es auf jeden Fall für dieses Video und wir haben hier den ersten Error. Ja, it should be worn. Achso, okay, weil ich es jetzt ausgezogen habe, hat die Kamera es vermutlich erkannt. Aber naja, das war der erste Eindruck. Wir haben PlayStation VR angeschlossen, eingerichtet. Es ist eigentlich nicht so kompliziert, aber es sind sehr, sehr viele Kabel. Wir haben die Prozessoreinheit, die macht eine Menge Krach gerade. Und ja, ansonsten, coole Sache. Vom Preis her muss jeder für sich selber entscheiden, ob es einem das wert ist. Probiert es, glaube ich, lieber vorher irgendwo aus, wenn ihr die Möglichkeit habt, anstatt es euch direkt zu kaufen. Und ja, alles Weitere sehen wir in den nächsten Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr weiter dabei bleiben wollt, dann lasst doch ein Abo da. Es freut mich auf jeden Fall. Und wenn euch das Video an sich gefallen hat, freue ich mich auch immer über einen Daumen nach oben. Und ja, schreibt mal in die Comments, was euer Eindruck von PlayStation VR ist. Auf jeden Fall war es das für dieses Video. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Haut rein, bis dann.